Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen, dass wir am Anfang stehen und noch lange nicht über den Berg sind. Und deshalb dürfen wir keine Sekunde leichtfertig oder leichtsinnig werden. Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen. Und das heißt, wenn wir also alle weiter jetzt so tun, als ob das Problem überwunden wäre, dann werden wir wieder einen Ausbruch haben. Das ist ziemlich sicher. Bundesregierung, Virologen und weitere Experten warnen vor einem Rückfall einer schlagartigen Welle an schweren Erkrankungen und damit einhergehend einer Überlastung unseres Gesundheitssystems. Auch mich treibt diese Sorge um. Daher kann ich nicht oft genug darauf hinweisen, dass die lockernden Maßnahmen keine Entwarnung oder ein Freibrief sind. Die abflachende Kurve an neuen Infektionen ist erfreulich. Dies soll auch so bleiben. Wir haben im Landkreis Neuwied mittlerweile 7 Corona-Ambulanzen in Betrieb. Dies ist ein sehr gutes, flächendeckendes Netzwerk und sichert die Versorgung der Corona-Patientinnen und Patienten. Auch mit den Krankenhäusern sind wir in einer engen Abstimmung. Wir haben in unserer Region eine gute Krankenhausstruktur und auch den direkten Austausch mit den Maximalversorgern und dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Es wurden zusätzliche Intensivkapazitäten geschaffen und in den Krankenhäusern entsprechend umstrukturiert, um Patienten isoliert behandeln zu können. Eins ist aber momentan der Fall. Es herrscht eine gewisse Anspannung, ob und wann die erste große Welle an Schwererkrankten auf uns zukommt. Auf Bundesebene ist ein Gesetzentwurf erstellt worden, der eine deutliche Erhöhung der Testkapazitäten vorsieht. Auch die Beschaffung von Impfstoff soll deutlich ausgebaut werden. Wie Sie sehen, tun wir alles, um bestens vorbereitet zu sein. Aber Sie sind dabei auch gefragt und gefordert. Bleiben Sie weiterhin zu Hause, halten Sie Abstand und schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. Nur gemeinsam schaffen wir es, diese Krise zu meistern.